Das ist jetzt so ein typischer Rockabilly-Slapback-Sound. Dafür sind die Analog-Delays ganz gut geeignet. So, jetzt machen wir die Zeit mal länger. Das Feedback länger. Ist leider sehr dunkel, das von Pearl. So, hören wir mal das Aria. Machen wir das mal länger. Das klingt schon heller. Da hört man mehr Details im Echo. So, mal das. Sehr dunkel. Lass uns das mal aufschaukeln. Passiert so viel, jetzt schaukeln wir das mal auf. Da passiert schon mehr. Leider, wenn das einmal sich hier selber erregt, schafft man es nicht mehr, was Neues drüber zu spielen. Bleibt immer gleich. Machen wir mal das Digital-Delay. Das hat jetzt die klarsten, transparentesten Echos. Lass mal das mal hochschaukeln. Hier ist ganz toll. Man kann doch immer was Neues da drüber spielen. Es wird auch nicht ganz so aufdringlich lauter. Hier kann man endlos so eine Soundwolke entstehen lassen und wieder verändern. Das war jetzt das Aria Digital Delay. Das erste Effektgerät, was ich mir gekauft habe im Leben, war damals sauteuer. Da habe ich jahrelang den Kirchenboden für ausgetragen. Ich habe es nie bereut. Das werde ich immer behalten. Ganz witzig ist auch, zwei Echos hintereinander. Geht voll ab. Voll die Weltraumgeräusche. Okay. Also, hier nochmal zum Vergleich das getunte Echo von mir. Das liegt so zwischen analog und digital, finde ich. Hier, lass mal das mal aufschaukeln. Kann man leider auch nichts Neues mehr drüber spielen. Weil ich aber hier diese tolle Dynamikschaltung entwickelt habe, kann ich durch einen starken Anschlag das Ding unterbrechen. Hier gibt es den Klangfilter für Echos. Hier sind sie ganz dünn. Und hier sind sie dunkel.
Jetzt sind wir ungefähr so dunkel wie hier. Dunkel. Dünn. Und voller Sound. So, das ist das, was man immer bei mir kaufen kann. Mit den ganzen Extras. Das kommt aus der Sammlung, die ich auflöse. Und das, die kommen aus der Sammlung, die ich behalte. Was ganz typisch ist bei Analog-Echos, so wie das hier. Das klingt ein bisschen nasal, das Echo. Dieses war vorher auch so, das habe ich aber rückgängig gemacht. Ich wollte das lieber neutraler haben. Die Ibanez und Boss Analog Echos haben auch diesen nasalen Sound. Das ist einfach ein folgender Trick, das haben die deswegen gemacht. Bei Analog Echos wird in einer sehr alten Technologie der Einmalkettenspeicherung das Musiksignal gespeichert. Diese Schaltung erzeugt sehr viele Nebengeräusche. Um diese Nebengeräusche rauszufiltern, braucht man ganz steile Höhenfilter, mehrere hintereinander. Und damit man nicht den Eindruck hat, das Echo-Brillanz wird plötzlich krass abgeschnitten, haben die so als psychoakustische Täuschung, kurz bevor diese Linie so in den Höhen abgeschnitten wird, haben die vorher nochmal so eine Resonanzerhöhung gemacht, in den Mitten, dass man das Gefühl hatte, ja, es klingt ja doch gar nicht so dunkel, es klingt wieder ein bisschen frischer. Und mein persönlicher Geschmack, es ist ein bisschen aufdringlich. Hier beim Aria ist es nicht so aufdringlich wie beim Ibanez AD9. Hier finde ich es noch relativ geschmackvoll. Es lässt sich auch sehr leicht umbauen. Und der Unterschied zu Digital-Echos ist, die haben viel besseres Speichermedium, was auch nicht so viel Nebengeräusche erzeugt. Und deshalb kann man mit einer höheren Auflösung speichern. Und dann hört man auch mehr Höhen in den Echos. Und jetzt ist der Witz, wie bei diesem Gerät hier, das hat einen digitalen Speicher, aber der Filter, der da beim Auslesen dahinter steckt, ist wie beim Analog-Echo. Und dann hat man mit einem digitalen Echo auch genauso gut diesen warmen oder mittigen Analog-Sound. Das liegt also nicht unbedingt an der Speichertechnologie, ob es jetzt analog oder digital ist, sondern es liegt eher daran, was man, wenn die Echos ausgelesen sind, durch was für einen Klangfilter die laufen. Und das habe ich hier bei meinem Gerät eben dreifach flexibel gemacht, dass man es auf seinen Bedarf anpassen kann. Okay, das waren jetzt zum Schluss die Echos. Pearl gegen Aria. Und jetzt ist die kleine Story zu Ende. Dann vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.